Sehr schön und willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda The Minish Cap. Das letzte Mal haben wir den Berg erklommen und sind bei einem Mann stehen geblieben. Ach ja, und wir haben die Kletterringe gekriegt. Das ist schön und toll und ja, es ist traurig, dass Link nicht klettern kann. In jedem anderen Teil kann er klettern. Nur in diesem Teil nicht. Schlecht. Ist egal, er hat Kletterringe. Egal, wir haben bei einem Mann, sind wir das letzte Mal stehen geblieben, der auch mit uns Fragmente vereint will. Ich bin irgendwie mit vom Gongolberg. Ich habe der Welt entsorgt, um zu meditieren. Du siehst aus wie ein Kind, und dennoch bist du hier. Wegen deines Mutes möchte ich dich etwas lehren. Auf dem Weg nach hier oben ist dir vielleicht eine verdächtige Wand aufgefallen. Probier es doch mal mit Bomben. Ja, das ist das, was ich vorhin schon gesagt habe. Dass man verdächtige Wände halt irgendwie sprengen kann mit Bomben. Aber egal, wir drücken mal die L-Taste. Oh, du willst Fragmente feilen. Probieren wir es doch gleich aus. Haben wir denn? Nee, haben wir nicht. Egal. Dann müssen wir später nochmal vorbei. Obwohl der eigentlich voll uninteressant ist für die 100%. Beziehungsweise, er ist uninteressant, weil er kein Herzteil mehr gibt. Oder irgendein Geheimnis. Mann! Sterben, sterben! Geht doch, Mensch. Diese Dinger werden auch nochmal interessant. Die will ich aber jetzt noch nicht erklären, wie es geht. Wer die trifft mich jetzt? Feuer! So. Wir sind jetzt hier gelandet. Aber es fängt an zu regnen. Na egal. Lalala, lalala. Das ist, als regnet es Bomben. Pass gut auf, mein Kindchen. Bomben. Okay. Wir haben es 1945, kurz Ende des Zweiten Weltkriegs. Und die Amerikaner sind dabei, Bomben zu werfen. Egal. Denkt jetzt bitte nicht, ich bin rassistisch oder so, aber mit dieser Bemerkung gerade. Naja. Warum? Bei uns auch jetzt die größte Bringer ist fatal, wenn ich einen Tropfen treffe. Man merkt schon, dass ich gerade echt viel Spielerskill habe. Aber es ist wirklich so ein bisschen ein, so ein Zweiter Weltkrieg. Guckt euch mal an, wie das bombt. Und Flugzeuge sind noch nicht entwickelt. Also, ja, ich will dazu einfach mal nichts sagen. Jetzt haben wir hier gleich noch ein kleines Nebenquest, was wir mal machen sollten. Das machen wir jetzt mal rein. Jetzt muss ich mal gucken, wie das ging. Ja, wir schieben den erstmal nach da, den dann nach da. So, genau. Ich hab das mal richtig. Ich bin ja, doch. Ist schon richtig. Dann schieben wir den hier nach da. So. Rolle, 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 roll mein Ball, rolle, rolle, roll mein Reifen, rolle, 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 roll mein Ball, rolle, rolle, roll mein Reifen. Ja, ja, das war schon toll. Also das Lied, ich die Serie, ich weiß gar nicht, wie wir das war, bitte klatschen, ne? Gib mir mal die Höhle. Au! Ach übrigens, was mir gerade einfiel, das habe ich euch auch noch nicht gesagt. Mit dem magischen Krug können wir die Maske abmachen. Voll mobiler Staubsauger, ich hab's euch gesagt. Jetzt sieht die Viecher aus, wie du bist. Hey. Oh. Au! Mann! Drecksvieh! Stich mir was ab. Ah ja, die Dinger. Gehen wir hier. Die kann man auch zur Seite schieben, um dann hier auch weiterzukommen. Ich glaube, hier gab's aber nichts Wertvolles, was wir brauchen. Ach so, den habe ich da vergessen, nochmal zurück. Den hier runter. Das ist ganz dämlich gemacht worden. Den nach da, den nach da und den nach da. Dann kann man den nämlich. Das ist total kacke, man kann ihn nicht nach rechts schieben, aber nach links. Also das haben sie echt dämlich gemacht. So. Okay.
Saug, 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 saug. Oh, das habe ich auch nicht gewusst. Feuer! Das macht ja Fun. Und komm, komm, Rakete! Das war nicht geplant. Egal. Komm, komm, Rakete! Feuer! Woo! Hey, das machen wir jetzt nochmal. Feuer! Das macht Fun. Aber wie gesagt, das kann ich vorher nicht. Ich glaube, ich kann... Ja, genau, die Dinger kann man nicht einsaugen. Ha, ich bin so doof. Egal. Schieben wir das Ding mal ein bisschen beiseite. Hier, friss. Was so? Ey, das... Dieser Strecksvieh. Kacke. Jetzt habe ich hier drei Bomben gelegt. Mann. Ah, Mann, das waren die falschen Tasten, die ich gedrückt habe. Ich musste die R-Taste, nicht die B-Taste drücken in dem Moment. Mann, weg hier. Ah, jetzt haben wir wieder so ein Schieberätsel. Gehen wir hier hin. Dahin. Ich hasse Schieberätsel. Die mochte ich bis heute noch nicht. Aber sie werden überall benutzt. Das Geile ist immer... Warte. Nee, das werde ich später mal erklären. Aber... Gleich werde ich euch hingenommen. Let's play mal, dann zeige ich euch, was ich mal meinte. Ach ja. Was passieren kann, wenn ich wirklich anfange zu failen. Beziehungsweise wenn ich anfange nachzudenken. So, hier machen wir uns wieder klein. Da müssten wir es, glaube ich, gleich geschafft haben. So. So, wir sind jetzt in Melkers Mine. Ja, wir sind im nächsten kleinen Dorf der Milch. Wir sind bei dem Berg Milch angekommen, die alle total toll sind und sich sogar ein Liedchen trällern. Eisenerz, ich grab nach dir. Eisenerz, ich finde dich hier. Ich will mal wissen, ob das Ganze einen ganzen Text ergibt, wenn man alle anspricht. Eisenerz, ich grab ganz flott. Eisenerz, ich gehe dich... Weißt du, ich gehe nur nicht tot. Boah. Wirklich wissen, ob das einen kompletten Text mal ergeben soll. Dies ist die Mine von Melter und seinen 7 Schülern. Bist du hier, um deinen Schwert und dein Schwert abnehmen zu lassen? Unser Chef ist ganz unten. Da gehen wir gleich hin. Ich glaube noch ein bisschen umgucken. Hey, wir sind bei den 7 Zwergen angelangt. Warte mal, wie viele sind da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tatsache. Hey, das ist das Haus der 7 Zwerge. Er ist total toll. Jetzt fallen mir wieder so eine Sprüche wieder ein. Tu das Money zu. Johnny hat sich mein Kuli in den Popo gesteckt. Oh nein. Oh, Raffi, hör bis auf damit. Das wird der Eisenerz, der Eisenerz. Das ist das herrliche Eisenerz. Sieht auch aus wie eine Schmiede. Das ist eigenartig. Unten ist eine Schmiede, oben ist eine Schmiede. Wie bei allen ist eine Schmiede. So. Wenn du hier hinausgehst, gelangst du zu einer Mine, die von Menschen geschaffen wurde. Aber ohne Erlaubnis vom Chef kann ich dich hier nicht durchlachen. So, bevor wir mit dem reden, mache ich wohl einen Schnitt. Ich hoffe, das hat euch gefallen, beziehungsweise es gefällt euch immer noch und ihr wollt es weiter gucken, dann könnt ihr den nächsten Portion anklicken, beziehungsweise der ist nicht da, dann müsst ihr warten und ja, und so alles ganz toll. Aber auf jeden Fall, wir sehen uns beim nächsten Mal bei The Legend of Zelda, The Minish Cap. Bis dahin und viel Erfolg. Ciao.